Aber bei dem hatte ich wirklich Spaß. Vor allem die Charaktere kriegen dann auch noch für alle möglichen Aktionen, die sie machen, also die sie im Spiel machen können, das sind insgesamt 89 an der Zahl. Also auch sowas wie hier, ich zeig euch, was in mir steckt. Ein Evoli. Ja. Sau. Yeah, euch heizen wir ein. Also für sowas, für 89 verschiedene Aktionen haben die meisten Charaktere, irgendwelche Sätze. Und da versuche ich auch, so seinen Charakter immer mit einfließen zu lassen. Cool. Oder den jeweiligen. Das klappt bei Random-Charakteren noch nicht so gut, weil da wusste ich nicht, wie der Charakter dazu aussieht. Das übersetze ich erstmal und dann am Ende werde ich das nachbearbeiten, sodass das immer passt. Oder dass das, sagen wir mal, auf einer Linie dann immer ist, was der Charakter sagt, dass man da einen gewissen Charakter rauslesen kann, ob der jetzt, sag ich mal, bescheiden ist, ob der eher frech ist wie hier oder andere Charaktere, die auch frech sind, aber auf eine andere Art und Weise. Ich hatte sehr viel Spaß mit den frechen Charakteren. Und wenn irgendwann mal einer unserer Charaktere krank werden sollte, hoffe ich sehr darauf, dass es einen von den Sprüchen trifft, bei denen ich mir sehr viel Mühe gegeben habe. Ich habe, die können krank werden im Spiel, die können eine Erkältung bekommen. Heuschnupfen können sie auch bekommen, das ist relativ langweilig gewesen. Aber bei einer Erkältung, da war mir so langweilig beim Übersetzen, ich habe irgendwann angefangen, so richtig bescheuerte Sachen da reinzuschreiben. Ich habe da Liedtexte umgedichtet in Krankheitslieder. Sowas wie Krankheitsbefall, Krankheitsbefall. Die Viren sind immer und überall. Das bin ich auf jeden Fall gespannt, was da dann kommt. Und alle, die nicht singen, haben trotzdem irgendwas Lustiges zu sagen. Ich bin gespannt. Wie schnell werden die krank? Das weiß ich nicht. Ist mir noch nicht passiert beim Testen. Na toll. Aber ich bin auch erst halb durch die Hauptstory durch und habe sie vollständig übersetzt. Hast du dich ja voll gespoilert. Ja, ein bisschen. War aber cool. Also das zu übersetzen hat Spaß gemacht, weil man da dann auch so mitfühlt. Aber man weiß ja, wie es ausgeht. Das ist ja Geschichte. Ja, richtig. Weil der Antagonist tatsächlich geschichtlich, also der Antagonist in dem Spiel geschichtlich derjenige war, der Japan vereinigt hat. Schwein. Der sich mit Japan vereinigt. Mit ganz Japan. Stell ich mir anstrengend vor, so auf Dauer. Ja. Er zeugte sieben Kinder in einer Nacht. Nee, das war Genghis Khan, das war eine andere Gestalt. Das ist das Schlachtfeld von Ignis. Ziemlich stattlich, was? Dank der Feuersäulen und des Magmas werdet ihr wie auf heißen Kohlen laufen. Wäre echt mies, wenn mein Panflam auch solche Probleme hätte, hat es aber nicht. Ah, heißt Feuer-Pokémon können übers Feuer laufen? Mhm. Ja, das Petiza vor allem. So, meine Hauptfrage, wie komme ich hier hinter? Wie lösche ich das? Ich weiß es nicht, wie man das löschen kann, aber es ist nicht ausgegangen in den Versuchen, die ich hatte. Ich würde mich da gar nicht so drauf konzentrieren und ich würde versuchen, den Gegner rankommen zu lassen, weil diese Feuerwege sehr anstrengend sind. Also lieber warten, bis der Gegner zu einem kommt und ihn dann in die Zange nehmen oder so. Also ich weiß nicht, ob man die Schatzkisten irgendwie bekommen kann, aber zumindest mit den Pokémon, die man gerade hat, eher nicht. Ah, der läuft wirklich einfach quer drüber. Ja, voll fies. Ich wüsste gerne mal, steht da noch bei dem Magma dann, wenn man da drüber geht mit dem Cursor, steht da dann auch wirklich Magma? Magma. Lord Phanaxi, seht! Wusch. Es scheint, als würden die Feuersäulen manchmal verschwinden. Evoli und Pummeluff können das Gebiet dann sicher durchqueren. Ja, aber es verschwindet ja nicht. So, und jetzt bitte noch einmal auf ein Magma dann gehen. Also, erst mit dem Cursor nur. So. Feuersäule.
Feuersäule. Das ist richtig. Und da ist Magma. Okay, gut. Weil ich wusste jetzt nicht, ich habe diese Veränderung schon eingetragen, ich wusste nicht, ob sie schon übernommen wurde. Weil ich habe mal irgendwann so blind übersetzt, da habe ich das dann zu Feuer übersetzt und auf einmal habe ich festgestellt, wo im Spiel das vorkommt. Und dachte, ups, dass das auf einmal Feuer heißt, war nicht geplant. Ich habe noch große Pläne, wisst ihr? Ignis, ist erst der Anfang. In Kürze kralle ich mir ganz Ransay. Und mit eurem Königreich fange ich an. Ja, da würde man mit Evoli sogar schon rankommen. Oh, das ist auch fies. Dass die über mehrere Felder angreifen können. Wenn ein Pokémon wenig KP hat oder an Verbrennungen leidet, kann es sich in einer nächsten Quelle heilen. Ach, dafür sind die da. Vulkan ist aktiv geworden. Das muss ich mir merken. Ich muss der Vulkan draus machen. Ja. Ja. Das habe ich bei was anderem auch. Also, ich habe es erstmal ohne Artikel gemacht und dann fällt mir im Spiel auf, was denn eigentlich gemeint ist. Und dann ändere ich das ab. Und jetzt, wo ich weiß, dass es der Vulkan ist, der aktiv geworden ist. Oh, da wird ein bisschen mehr abverlangt. Ja. Ich hätte nicht dahinter gehen sollen. Ich wollte nur gucken, was auf diesen Feldern passiert. Ich dachte, das hat irgendeine Funktion. Ja. Aber zumindest. Oh! Ah, der war ja ich. Ja. Pidgeotza kann nicht mal über das Magma laufen. Es ist nutzlos. Wie könnt ihr nur so über euer eigenes Pokémon sprechen? Oh, der baitet voll. Als ob er will, dass man auf die Feuersäule läuft. Huch, was ist das denn? Oh! Was? Tschüss, Pidgeotza. Was in Ranseys Namen? Ist ja cool. Oh gut, die Feuersäule ist wieder da. Ja, wenn es gut läuft, müsstest du eigentlich mit beiden rankommen an das Pokémon. Und dann schauen wir mal, wie viel das so abzieht. Oh. Naja, gut, dann halt noch eine Runde. Jetzt ist auch die große Frage, willst du lieber erstmal das Floink angreifen, weil das wird auch mit Glut dann einen Schritt zurückgehen. Ah, dann komme ich nicht mehr hin. Dann kommst du nicht mehr so hin. Ja, ich hab's gedacht. Und Großbrand auch noch. Ja, okay, wir schreien das Pizza, ist ja schon weg. Wartet mal ein Stück, alle Mann! Und weg! Oh nein! Och, wie fies! Ach, KP halt das auch noch. Ja schön, wie wär's damit? Wie wäre es hiermit? War das nicht auch so ein Spruch aus Pokémon Stadium? Weiß ich nicht mehr. Oder wie wäre es damit? Ich weiß auch nicht mehr, wie er genau ging, aber ich habe an. Also bei manchen von diesen Sprüchen habe ich extra an irgendwas gedacht. So, weiß ich nicht, du kannst auch Leute dann zum Arbeiten bewegen. Oh, das ist jetzt natürlich. Also nicht das Item, ja. Ja. Ich meine, also deine Pokémon sind jetzt nicht gefährdet in irgendeiner Weise. Ja. Ach Gott! Auch das noch! Ja. Trank auch noch benutzt. Jetzt kommt's. Oh! Ah, in der nächsten Runde würde ich mal mit Oichi heilen. Sonst wird's schwierig für deinen Evoli. Aber das kann sich wenigstens auf die Quelle dann stellen. Oh, die ist ausgetrocknet. Das macht nichts. Falls die irgendwann wieder aktiv werden sollte, könnte, ich weiß es nicht, dann ist das zumindest gut, dass der Gegner nicht draufstehen kann. So. Aber du musst irgendwie mit deinem Pummeluft dann da noch hinkommen. Und wie gesagt, wenn du mit Pummeluft dich bewegst, am besten auch mal Oichis Fähigkeit benutzen. Du kannst beides machen. Mit X kannst du die Fähigkeit. Ja. Irgendwas irgendwann, ich muss daneben dran stehen.
Ja, 40 KP. Bin mal echt gespannt. Nicht, dass jetzt Pummeluft so weit weg ist und... Oder du gehst mit Evoli zurück und baitest die wieder. Das kann natürlich auch... Oder so! Ja, das habe ich nämlich mir gedacht, dass das wahrscheinlich darüber läuft und dann kann ich mit Evoli hinten dran nicht stellen. Ja. Oh! Oh! Schläge kommen näher. Oh nein! Nein! Pummeluft! Ich doch! Wir haben noch dieses blöde Pampflamm hier klein kriegen, das gibt's doch nicht. Oh, das ist gut, weil Panflam kann dich nur von neben dem Floink aus angreifen. Das heißt, wenn du mit Pummeluff jetzt hinter dem Floink stehst und nicht zufällig die Feuersäule hochgeht... Ach Mist, das war ja auch noch... Da hättest du nämlich mit Pummeluff nächste Runde dort angreifen können. Mal gucken. Probier's mal ein bisschen öfter als zweimal. Flatsch. Flatsch. Und nochmal. Oh. So, Heliyoshi-Zug. Ah, so rum. Das ist noch besser. Das ist gut, ja. Oh, oh nein, was? Was, Volltreffer? Oh nein, Pummeluff. Ich glaube schon. Oh. Vergib mir, ich bring dich hier weg. Oh, jetzt wird's schwierig. Jetzt habe ich, ja. Ach du Schande, das auch noch. Vielleicht erst das Floink weg, damit die dich in der nächsten Runde nicht beide angreifen. Ja. Kannst du eigentlich, ich glaube, du kannst hier sogar... Oh! Nee! Geh auf das Panflamm! Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja, es ja, könnte sogar... Weg. Dann müsste es eigentlich... Dann müsste es klappen, wenn das jetzt wirklich 10 macht. Yes! Sogar Volltreffer! Ja, der kommt immer, wenn man ihn nicht mehr braucht. Sieht ganz nach einer Abreibung für uns aus. Verschwinden wir von hier! Sag nicht, dass wir jetzt... Oh! Du darfst nochmal! Oh, nice! Da kriegst du beide weg. Ja. So wendet sich das Blatt. Ja. Boom. Hä? Was? Das werde ich mir merken. Merkt ihr das gefälligst? Also die sagen natürlich immer dann die gleichen Sätze, aber... Ja. Die Festung von Ignis ist unser. Yay. Gewonnen. Win-win. Oh, Stärke erhöht. Ging irgendwo hin. Tja, und war nie wieder gesehen. Ja. Meine Festung! Wie konnte ich sie nur an euch verlieren? Ihr... Vielleicht fällt mir da auch noch was ein, was ich einbaue. Dabei habe ich einen Eid geleistet. Ich werde der sein, der das legendäre Pokémon findet. Und deshalb komme ich wieder. Und dann mache ich euch die Hölle heiß. Ja, aber wirklich, an der einen Stelle hätte ich noch so eine Hitzebeleidigung. Ich überlege gerade, was da passen würde. Ja. Irgendwas mit Kochen? Nee. Dampf? Nee, Dampfplauderer hatten wir schon. Uns fällt noch irgendwas ein. Das ist jetzt, glaube ich, auf Kommando kann ich genau, das nicht, ja. Genau, das ging mir auch so. Also ich habe auch lange überlegt. Die Armee von Phanaxi hat den Sieg errungen. Die Armee von Hinayashi wurde besiegt und zum Rückzug gezwungen. Herzlichen Glückwunsch, Lord Phanaxi. Eure zweite Festung. Ich bin mir sicher, in Kürze finden wir einige neue Verbündete. Nachdem wir gewaltsam in ein anderes Königreich eingedrungen und die Anführer verjagt haben. Ja. Die Sache ist nur, ich weiß nicht wie. Ist das euer Ernst? Ihr seid in den Kampf gezogen, ohne so etwas Essentielles zu wissen? Ich habe euch beide in Ignis kämpfen sehen. Ihr wart trotz eures jungen Alters beeindruckend. Aber wenn ihr nicht einmal wisst, wie man sich Verbündete macht... Aus Ton? Aus Ton, ja. Dann glaube ich, es wird noch ein weiter Weg, bis sich unser Frischling hier Kriegsoberhaupt schimpfen darf. Hey, bitte sei doch nicht so. Das war doch nicht böse gemeint. Wisst ihr was? Ich lehre euch, wie man Verbündete findet, okay? Keiji ist übrigens der Name.
Kommt zur Festung von Ignis, wenn ihr bereit für eure erste Lehrstunde seid. Der Kampf ist gewonnen. Jetzt speichern? Ja. Wart die Zeit ab. Ja. So. Alle Krieger haben ihre Züge beendet zunächst. Achso. Joa. Ich hab noch eine schöne Schaltfläche. Ich hoffe, du wirst erkennen, wo der Witz steckt, wenn du sie siehst. Aber das kommt halt noch. Ja, betreten mal. Vielleicht sind da schon... Wo sind dann wieder nur meine Figuren? Ja. Nicht der neue. Genau. Betreten. Wir können ja mal gucken, ob wir... Achso. Hi, ihr zwei. Oh, stimmt ja. Ich wollte euch zeigen, wie man neue Verbündete findet. Ist eigentlich ganz einfach. Hier bin ich. Nicht alle Krieger gehören einer Armee an. Soweit logisch, oder? Es gibt auch eine Menge freier Krieger. Es gibt auch eine Menge freier. Also solche ohne feste Bindung. Ja. 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 Zum Beispiel, ja, ich weiß. Geht doch mal und schaut euch in dieser Höhle um. Da drin sind bestimmt ein oder zwei. Schaut mal, ob ihr sie rekrutieren könnt. Ihr sucht etwa neue Freunde? Geht mal in diese Höhle. Bestimmt sitzt da irgendeiner drin. Diese dunkle und finstere und hier, was soll schon gruselige Höhle. Ja. Mich? Nee, sorry, ich bin eher ein Freigeist. Ist nicht mein Ding, lange an einem und demselben Ort zu verzweifeln. Und überhaupt, ich muss noch zum Laden und ein paar Sachen einkaufen. Ich zeige mich dann mal von meiner verabschiedungswürdigen Seite. Man sieht sich, Phanaxi. Und weg ist er. Auch das war nicht im englischen Original. Wohin hat er uns noch gleich geschickt? In die Hölle, richtig? Ja, aber wirklich mal in den Laden rein. Ist das der Laden? Ja. Mhm. Ein Krieger kann an Orten wie dem Laden oder dem Ponigiri-Laden stöbern, ohne etwas zu kaufen. In solch einem Fall wird keine Aktion verbraucht. Mhm. Okay. Du musst nur einen reinschicken, aber mit mehr Charisma ist tatsächlich sogar besser.